Es ist eine ernsthafte und sehr bedeutende Veränderung in der Art und Weise, wie man das Völkerrecht bewertet, das Aufkommen des menschlichen Subjekts als würdiges Schutzobjekt zu sehen, als würdige Figur, die vor, sagen wir, den Verkommenheiten der Macht und dergleichen geschützt werden muss. Allerdings stehen wir vor diesem sehr seltsamen Problem. Die größten Beschützer sind auch die größten Verletzer. Die Staaten sind diejenigen, die die Beschützer sein sollen. Sie müssen die Vollstrecker sein und sie müssen diejenigen sein, die die Konventionen unterzeichnen. Sie müssen die Beobachter sein. Und dann, ironischerweise, sind sie auch einige der schlimmsten Missbraucher. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hallo zusammen. Hier ist Pascal von Neutrality Studies. Heute spreche ich mit Dr. Binoy Kampmark, der als Senior Lecturer an der School of Global, Urban and Social Studies der RMIT University in Australien tätig ist, wo er die Verbindung von Recht, internationalen Beziehungen und Geschichte erforscht. In einem seiner Projekte verfolgt er die Entwicklung des Schurkenstaat-Diskurses in der amerikanischen politischen Debatte. Da wir kürzlich ein Wiederaufleben der Idee einer Achse des Bösen beobachten, dachte ich, es ist der perfekte Zeitpunkt, um mit ihm darüber zu sprechen, wie die USA ihre Gegner auf diese Weise etikettieren und was das sozial und rechtlich bedeutet. Also Binoy, willkommen. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Binoy, ich habe dich über einen gemeinsamen Freund in der Multipolar Peace Alliance, Warwick Powell, gefunden und auf deinem Profil gesehen, dass du diese sehr interessante Forschung über die rechtlichen Aspekte der Umbenennung von Ländern auf eine bestimmte Weise betreibst. Kannst du uns ein wenig mehr darüber erzählen? Ja, nun eine der interessanten Dinge, die ich fand, und das geht auch auf meine Doktorarbeit zurück, ist die Idee, natürlich Nationalstaaten Persönlichkeiten und moralische Eigenschaften zu geben, sie gewissermaßen auf eine interessante Weise zu vermenschlichen. Das fand ich wirklich faszinierend. Eines der Dinge, die mir nach den Anschlägen vom 11. September auf die Zwillingstürme, das Pentagon und so weiter im Jahr 2001 auffielen, war die Sprache, die zum Beispiel vom Redenschreiber für George W. Bush verwendet wurde, die Achse des Bösen, die in diesem Kontext mit leichten Anpassungen und so weiter verwendet wurde. With slight adjustments and whatnot, and it struck me as being a very curious way of looking at. Und es erschien mir als eine sehr merkwürdige Art, Staaten zu betrachten. Was ich dachte war, dass dies ein interessantes Projekt sein könnte. Also ging ich zurück und schaute mir die Ursprünge an, nicht unbedingt des Begriffs Schurkenstaat selbst, sondern wie das Konzept von Schurkenstaaten in verschiedenen Formen gesehen werden kann. Die Idee des gesetzlosen Staates findet sich bereits, zum Beispiel während der Debatten und Argumente, sicherlich in den Vereinigten Staaten und Teilen der europäischen Debatten während des Ersten Weltkriegs. Es gab diese Vorstellung von wilhelminischem Deutschland, dem Kaiserismus, und die Idee, dass dies auch ein krimineller Staat sein könnte. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also habe ich mir diesen Zeitraum zwischen dem Ausbruch sozusagen während des Ersten Weltkriegs und dann bis zu den Nürnberger Prozessen, die 1946 ihren Höhepunkt fanden, angesehen. Es fiel mir auf, dass es ein so faszinierendes Argument war, oft etwas fehl am Platz, aber es spielte in dieser langen Vorstellung darüber, wie man Staaten dämonisiert, wie man kriminelle Komponenten eines Staates identifiziert und wie man feststellt, wer für was im Hinblick auf internationales Recht verantwortlich ist. Das hat mich wirklich interessiert. Ja, und das ist faszinierend, weil es Hand in Hand mit der Entwicklung des Völkerrechts geht, richtig? Und die Idee, die nach dem Ersten Weltkrieg geboren wurde, dass wir den Krieg insgesamt verbieten, richtig? Bis zum Ersten Weltkrieg war Krieg ein Vorrecht des Staates, richtig? Es war nicht illegal. Deshalb haben wir das Kriegsrecht. Und die Idee von Kriegsverbrechen entwickelte sich dann im Laufe der Zeit
aber sie bezogen sich auf illegale Handlungen im Krieg, nicht auf den Krieg selbst. Und dann sagst du, dass der Diskurs über Schurkenstaaten irgendwie in diese Richtung geht, aber nicht auf einer international kodifizierten Ebene, richtig? Denn das ist rein ein Jargon innerhalb der Vereinigten Staaten, der Diskurs. Die Vereinigten Staaten sind sehr interessant, weil sie diejenigen sind, wenn ich sie sage, meine ich die rechtlichen Vertreter und die mit dieser speziellen Argumentationslinie verbundenen Personen, die viele der Entwürfe erstellen, die beispielsweise mit dem Seerecht und dem Internationalen Strafgerichtshof verbunden sind. Aber sie sind auch die Letzten, die ihnen beitreten. Es gibt also eine sehr seltsame Art von Paradox für die Vereinigten Staaten, wo sie einige der bedeutendsten juristischen Dokumente in der Entwurfsphase produzieren. Aber die Politik ändert sich dann, weil der Senat diese Dinge niemals genehmigen wird. Die Vereinigten Staaten sind zum Beispiel bis heute, wenn ich mich nicht irre, eines von zwei Ländern, das die Konvention über die Rechte des Kindes nicht formell ratifiziert und unterzeichnet hat, was außergewöhnlich ist, da praktisch alle anderen dies getan haben. Und es ist eines dieser wirklich faszinierenden Dinge. Und ich denke, um auf diesen grundlegenden Punkt zurückzukommen, ist Fachjargon grundlegend. Und ich denke, Sie haben das Thema der Ächtung des Krieges erwähnt. Das ist ein wirklich bedeutender Punkt. Denn die Ächtung des Krieges, würde ich argumentieren, ist der grundlegende Punkt, die Neigung sozusagen, das Verhalten von Staaten zu moralisieren. Denn als diese Debatte stattfand, die 1928 zum Kellogg-Briand-Pakt führte, und wir sprechen von über 60 Unterzeichnern zu dieser Zeit, entstand die Vorstellung, den Krieg als Mechanismus zur Lösung von Streitigkeiten zu verwerfen. Es gab also das Argument, dass dies eine prägende Norm im Völkerrecht war. Und raten Sie mal, wo wir das auftauchen sehen. Wir sehen das bei den Nürnberger Prozessen. Und wir sehen, dass die Alliierten es als Teil der Anklage gegen Nazi-Deutschland als grundlegendes Merkmal entwerfen. In geringerem Maße ist es im japanischen Kontext, dem Internationalen Militärtribunal für den Fernen Osten, weniger überzeugend. Aber im deutschen Kontext ist es wirklich interessant, weil viele Juristen in den Vereinigten Staaten und auch im Vereinigten Königreich argumentierten, dass dies eine sehr gefährliche Sache sei. Es ist also sehr gefährlich zu argumentieren, dass es im Hinblick auf das Völkerrecht und den Krieg gefährlich ist, den Punkt zu machen, dass man ein Verhalten kriminalisiert, das seit Jahrtausenden akzeptiert wird. In diesem speziellen Fall war es wirklich interessant, wie sich das auf den Kellogg-Briand-Pakt auswirkte. Das, was dann in den Prozessen 1946 erschien, sei es im Fernen Osten oder in Deutschland, ist natürlich die Frage der rückwirkenden Anwendung von Gesetzen, da dies das erste Mal war, dass dies geschah. Und okay, das ist einfach eine beschlossene Sache, richtig? Die Idee, die die Anwälte damals akzeptierten oder die die Richter argumentierten, ist, dass diese Verbrechen so abscheulich waren, dass die Täter verstehen mussten, dass es kriminell war und daher ist es gültig. Was halten Sie dann von dem Argument, dass wir jetzt in einer Welt leben, in der die Vereinigten Staaten andere Staaten von vornherein als Schurken bezeichnen? Ja, ich weiß. In Bezug auf den ersten Teil ist dies eine klassische Methode, um zu identifizieren, was angeblich als normale Gewohnheit im Völkerrecht gilt. Die übliche Annahme im Völkerrecht ist, dass es eine Praxis gibt, die von den Staaten über einen bestimmten Zeitraum hinweg fortgesetzt und akzeptiert wird. Und wenn es davon keine Abweichung gibt, wird es im Wesentlichen als Teil der Praxis angesehen. Es wird die Lotus-Vermutung genannt, um Ihre Zuhörer nicht zu langweilen. Im Wesentlichen stammt sie aus einem Fall aus den 1920er Jahren, der sich mit dem Untergang eines französischen Schiffes und der Frage befasste, ob es eine Haftung des französischen Kapitäns oder der türkischen Behörden gab und so weiter.
Aber der Punkt bei der Vermutung ist, dass Staaten im Allgemeinen berechtigt sind, innerhalb eines bestimmten Rahmens alles zu tun, was sie wollen. Es sei denn, es verstößt gegen das, was als Brauch angesehen wird. Staaten können im Wesentlichen tun, was sie wollen. Interessant an der Entstehung eines Brauchs ist jedoch, dass er oft rückblickend gesehen wird, weil wir nicht wussten, dass es zu der Zeit ein Brauch war. Dann werden Anwälte im Nachhinein sagen, oh, es war zu der Zeit ein Brauch, aber niemand hat es gesagt. Es ist die Idee der zwingenden Normen, richtig? Ja, das stimmt. Oder Jus Cogens, das sogar staatliche Vereinbarungen übertrumpft. Genau, das stimmt. Und ich denke, und was im Fall der Anklage in Nürnberg passiert ist, die deutschen Anwälte argumentierten, dass das lächerlich sei. Es ist rückwirkend, retrospektiv. Wir haben alle Kriege geführt. Es gibt kein Konzept. Die Idee des Angriffskrieges ist eine Tautologie. Verbrechen gegen den Frieden ist Unsinn. Aber dann wurde als Antwort gesagt und im Internationalen Militärtribunal akzeptiert, dass es im Zusammenhang mit dem Pariser Pakt, dem Kellogg-Briand-Pakt, ein Verhalten gegeben hatte, das darauf hindeutete, dass Krieg abgelehnt werden würde. Nun, natürlich war dies in gewisser Weise ein bisschen Unsinn, weil Kriege überall gleichzeitig stattfanden, verursacht von niemand anderem als der Sowjetunion, die selbst Mitglied des Militärtribunals war. Der Angriff auf Finnland zum Beispiel, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Beteiligung der Sowjetunion am Angriff auf Polen und so weiter. Aber dies ist die klassische Methode, um die Kristallisierung eines Prinzips im Völkerrecht zu rechtfertigen. Dies geschah im Fall der Rekrutierung von Kindersoldaten im Tribunal in Sierra Leone. Der Fall Norman Hinger beinhaltet die Idee, dass, und das Argument in diesem speziellen Fall war, nun ja, eigentlich wissen Sie, wenn es darauf ankommt, als die Rekrutierung von Kindern angeblich kriminalisiert werden sollte, war sie es nicht. Aber das dort vorgebrachte Argument war, dass tatsächlich zu der Zeit, als die Rekrutierung in den 90er Jahren stattfand, wissen Sie, von Kindern für Armeen und dergleichen sich ein Brauch entwickelt hatte, der dies aufgrund der Kinderrechtskonvention, einer Reihe von, wissen Sie, des ICCPR, des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und so weiter, verbot. Es ist also eine Technik, die Anwälte verwenden, um zu rechtfertigen, was angeblich gemeint war, aber nicht unbedingt, weil es nicht explizit erwähnt werden muss, um ein Brauch zu sein. Sich den Weg zu bahnen, wohin man den Fall haben möchte. Aber, ich meine, es ist eine wichtige Sache, dass man dann Normen entwickelt. Und ich denke, wenn man auf 1946 zurückblickt, ja, das Argument, dass dies Siegerjustiz war, ist ein starkes. Aber wir würden Nazi-Deutschland in diesem Sinne nicht rehabilitieren wollen und sagen, oh nein, ihr wurdet unfair behandelt. Ich meine, das ist nicht der Punkt. Das Problem ist, was bedeutet das für die Normentwicklung? Ja, du hast absolut recht. Ich meine, es gibt das Argument, dass jedes Mal, es ist ein großes Paradox, dass man Gesetze bricht, um neue zu schaffen. Das Argument ist also, dass auf seltsame Weise ein Abweichen von einem Zustand des Verständnisses in Angelegenheiten eine Verletzung dieser Ordnung ist, aber dann schafft man etwas Neues als Reaktion darauf. Und das ist in diesem Kontext eine sehr große Sache. Der indische Richter im Internationalen Militärtribunal für den Fernen Osten, Rabindranath Pal, tat es tatsächlich nicht. Er war der einzige Richter, der Japan von allen Anklagen freisprach. Es stimmt, er urteilte nur und machte sehr deutlich, dass das Thema des Verbrechens der Aggression Unsinn war. Und er sagte auch, wie es sich westliche Mächte anmaßen können, einer östlichen Macht, einer asiatischen Macht, zu sagen, dass sie kriminalisiert werden sollten, weil sie Konflikte führen, die sie selbst seit Jahren ungestraft führen.
Es ist also ein bemerkenswertes Urteil. Es umfasst tatsächlich 900 Seiten. Wenn Ihre Zuhörer daran interessiert sind, sich damit zu befassen, ist es wirklich interessant. Und er ist der einzige, denke ich, der einzige Richter, an den ich mich erinnern kann, der eine spezielle Plakette für das Märtyrerschrein für die japanischen Kriegsverbrecher hat, von denen wir wissen, dass sie tatsächlich in Japan sind. Es ist wirklich ziemlich interessant. Das zeigt also, wie das in den USA funktioniert. Entschuldigung dafür. Kein Problem. Wir sind zurück und wir haben gerade über diese Entwicklung der Normbildung gesprochen. Richtig? Was passiert dann, wenn Staaten wie die USA, sehr mächtige Staaten, anfangen, einseitig andere Staaten als etwas zu bezeichnen? Akteure des Bösen. Entschuldigung, wie war der Begriff, über den wir gesprochen haben? Die Schurkenstaaten. Ja, Schurken und Gesetzlose und solche Dinge. Und Terrorstaaten. Denn das Problem für das Völkerrecht ist, dass wir eine sehr lange Entwicklung des Kriegsrechts haben, das tatsächlich versucht, Kategorien von Menschen zu schützen. Richtig? Das ist sehr wichtig. Ich meine, Kriegsgefangener ist eine gute Bezeichnung. Wenn Sie in einem Krieg sind und gefangen genommen werden, möchten Sie ein Kriegsgefangener sein, weil Sie sehr spezielle Privilegien genießen. Sie sind geschützt. Sie können nicht einfach summarisch hingerichtet werden. Sie müssen freigelassen werden, sobald der Konflikt vorbei ist. Man muss mit angemessener Nahrung versorgt werden und so weiter. All dies ist in den Genfer Konventionen festgelegt, richtig? Aber wenn man dann die Ausdrucksweise ändert, wenn man plötzlich sagt, diese andere Person ist kein Kombattant, sondern ein Terrorist, dann genießt der Terrorist nicht die Rechte, die mit dem Status eines Kombattanten in einem internationalen Konflikt einhergehen. Und das sehen wir besonders bei Israel. Israel erkennt Hamas nicht als Kombattanten an. Sie betrachten sie als Terroristen und nehmen sich das Recht heraus, jeden zu erschießen, den sie des Terrorismus verdächtigen. Richtig? Keine Gefangennahme. Das ist ein schreckliches Verbrechen. Aber sie rechtfertigen es, indem sie sagen, dass dies keine Kombattanten sind, sondern Terroristen. Punkt. Also genießen sie nicht das Kriegsrecht. Passiert etwas Ähnliches, wenn Staaten diese neuen Bezeichnungen wie Schurkenstaaten und andere verwenden? Oh, absolut, absolut. Denn es ist genau auf dieser Grundlage der Umbenennung, die den Spielraum gibt, Angelegenheiten auf eine bestimmte Weise anzugehen. Ein klassisches Beispiel, um auf das zurückzukommen, was Sie gerade über Israels Haltung zu Hamas gesagt haben, kann in den Memoranden gesehen werden, die geschrieben wurden. Eine Reihe von Dokumenten. Und sie wurden tatsächlich produziert. Sie wurden in einer bearbeiteten Sammlung während des sogenannten globalen Krieges gegen den Terror zusammengestellt, was an sich schon ein sehr seltsamer Begriff war, der natürlich von Präsident George W. Bush erklärt wurde. Und die Idee dieser Memoranden war im Wesentlichen, den Einsatz von Waterboarding zu rechtfertigen, den Einsatz von Folter zu rechtfertigen, den Einsatz verschiedener Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen. Im Wesentlichen, weil diese Menschen, und die Kategorie ist sehr bizarr, die Vorstellung eines illegalen Kombattanten waren. Ich meine, wissen Sie, das ist eine sehr seltsame Art von Sache. Ich meine, man ist ein Kombattant, wenn man es nicht ist, ob man dies oder das trägt. Aber das Argument war, dass sie nicht in die Standardkategorie fallen. So wurden die Taliban zum Beispiel als eine separate Kategorie angesehen, die nicht als rechtmäßige Entität anerkannt wurde, die den Schutz der Genfer Konventionen verdient. Und daher könnten diese Personen ausgeliefert werden. Sie könnten zu diesen sogenannten Black Ops-Stätten geschickt werden. Sie könnten nach Guantanamo Bay geschickt und berüchtigt gefoltert werden, wie es der Fall war. Es ist eine außergewöhnliche Sache, weil es genau darum geht, die Verantwortung für die Kriegsgesetze zu umgehen, indem man einfach ein anderes Etikett wählt und das moralische Element nutzt,
dass diese Menschen offensichtlich andere Standards haben. Daher sollten wir andere Standards auf sie anwenden. Dasselbe gilt für Rechtfertigungen, im Allgemeinen für Folter von Anfang an. Ich meine, es ist sehr schwer zu glauben, dass Artikel wie dieser überhaupt im Kontext behandelt wurden, dass Folter in irgendeiner Weise gerechtfertigt sein könnte. Was also passiert, ist, dass man Folter neu definiert. Man nennt es erweiterte Verhörmethoden. Waterboarding wird zu einem Anhang der erweiterten Verhörmethoden. Es ist nicht wirklich Folter, weil die Person nicht wirklich ertrinkt. Natürlich wird die Person im Wesentlichen simuliert, als würde sie ertrinken und noch mehr. Diese Art der lexikalischen Kontrolle ist sehr grundlegend in diesem taktischen Ansatz, wenn man so will, der einige schreckliche Ergebnisse hervorbringt. Ich meine, es ist außergewöhnlich, sich das vorzustellen. Und ich erinnere mich sogar daran, einen dieser Beamten des Justizministeriums 2002 in Washington getroffen zu haben. Es war außergewöhnlich, diesem gelehrten Mann zuzuhören, dessen Fachgebiet Thomas von Aquin ist, der im Wesentlichen rechtfertigt, warum wir so etwas mit Individuen tun müssen. Es war außergewöhnlich. Es ist kaum zu glauben, ja. Aber deshalb, ich meine, das ist keine neue Sache, oder? Das ist nichts, was die Vereinigten Staaten erfunden haben. Ich meine, Thomas von Aquin ist tatsächlich ein fantastisches Beispiel. Thomas von Aquin ist derjenige, der eine friedliche Religion, deren Anführer, das Idol, buchstäblich bereit war, am Kreuz zu sterben, um zu zeigen, dass wir keine Gewalt anwenden, 350 Jahre später in die Lehre vom gerechten Krieg verwandelte, um dem Römischen Reich zu helfen, Angriffe auf die Heiden zu rechtfertigen und seine Eroberungskriege zu führen. Richtig? Genau solche Leute haben das vor etwa 1600 Jahren getan. Absolut. Ja, tatsächlich. Findest du, dass dies eine Fortsetzung hat? Es gibt eine Fortsetzung. Absolut. Da stimme ich voll zu. Und ich finde es sehr passend, dass Sie darauf hinweisen, denn man findet diese Konsistenz bei diesen Autoritäten. Gott sei Dank für die Konventionen, den internationalen humanitären Schutz und so weiter, das internationale humanitäre Recht und die Genfer Konventionen. Aber es gibt auch dieses paradoxe Phänomen, bei dem es zwar das gibt, aber dann gibt es diese bösartigen Rechtfertigungen, die Abweichungen und Verletzungen im Kontext einer Ideologie beinhalten. Ich denke, der moderne US-Staat mit der Verwendung von Begriffen wie Schurkenstaat ermöglicht so etwas, oder zumindest bietet er eine Art Polsterung für entsetzliches Verhalten im Kontext dessen, was getan wird. Wir sind die Gesetzestreuen, wir sind wirklich diejenigen, die es geschaffen haben, aber gleichzeitig wird es immer diese Ausnahmen und so weiter geben. Es ist bemerkenswert. Es führt uns auch zurück zu der Frage, ob letztendlich Thukydides oder die Athener in Thukydides recht hatten. Sie wissen schon, die Starken tun, was sie wollen. Und die Schwachen erleiden, was sie müssen. Aber die Entwicklung des Völkerrechts, und wir hatten diese Debatte erst diese Woche auf einer Konferenz hier, zeigt auch, dass es einen starken Widerstand dagegen gibt, oder? Eine Mehrheit der Staaten akzeptiert dies tatsächlich nicht. Einige dieser Normen, wie Waterboarding, werden plötzlich Teil der höflichen Gesellschaft, indem Wege gefunden werden, Verträge gegen Folter zu umgehen. Und wir haben internationale Verträge gegen Folter. Glauben Sie insgesamt, sehen Sie eine Stärkung des Völkerrechts oder eher eine Schwächung dieser Normen? Nun, das ist eine sehr interessante Frage, denn wissen Sie, als ich über die verwendete Sprache nachdachte, die heutzutage sehr populär geworden ist, ist es eigentlich kein ganz neues Phänomen. Ich nehme an, es entsteht durch das Aufkommen der BRICS-Mächte und anderer Länder als Reaktion auf die von den USA geführte Ordnung. Aber es geht um diese Vorstellung davon, was angeblich das Gesetz in einer regelbasierten Gesellschaft ist. Interessant ist,
dass man anfängt zu erkennen, dass vielleicht Justice Powell, den ich zuvor im Zusammenhang mit dem Tribunal des Fernen Ostens erwähnt habe, recht hatte, als er sagte, dass es keine internationale Gemeinschaft mit diesen Werten gab. Man konnte nicht die Terminologie eines globalen internationalen Rahmens, einer rechtsbasierten Ordnung, die die Kriegsführung regeln würde, in gleicher Weise verwenden, wie man es in anderen Kontexten könnte, vielleicht. Und das wirft den interessanten Punkt auf, dass gerade die Länder, die ständig die Terminologie der Verteidigung dieser Gesetze verwenden, genau die Länder sind, die sie verletzen, wenn sie wollen, und so weiter. Tatsache ist, viele Länder halten sich an Gesetze. Sie tun es immer. Es ist interessant, zum Beispiel werden die Seerechtsgesetze tatsächlich von vielen Mitgliedstaaten eingehalten. Das ist wirklich interessant. Und ich denke, es neigt nicht dazu, in die Presse zu kommen. Einhaltung neigt nie dazu, Schlagzeilen zu machen. Nicht-Einhaltung schon. South Sea violations, Chinese aggression, Südseeverletzungen, chinesische Aggression, philippinische Reaktion, all diese Dinge. Aber was faszinierend ist, ist, dass grundsätzlich, wenn es darauf ankommt, denke ich, dass viele Staaten im Allgemeinen die verschiedenen Vorschriften einhalten. Also würde ich sagen, dass es auf einer großen Ebene ein Befolgen von Regeln gibt, die mit bestimmten Dingen verbunden sind. Es ist lückenhaft bei Dingen wie Menschenrechten, weil selbst Länder im Westen unterschiedliche Interpretationen darüber haben, wie sie umgesetzt werden und so weiter. Aber gleichzeitig gibt es jetzt diesen Wettbewerb darüber, wer die Gültigkeit dessen bestimmt, was die Deutschen die Grundnorm nennen würden. Wo passt es hinein? Ich meine, es ist sehr schwer, eines im internationalen Raum zu identifizieren, aber es ist dennoch wichtig zu beachten, dass die meisten Länder sich einig sind, dass bestimmte Dinge befolgt werden müssen, und das tun sie im Allgemeinen auch. Aber das, würde ich argumentieren, steht sehr im Widerspruch zu den Interessen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, dieses Argument zu verwenden. Dies ist die regelbasierte internationale Ordnung. Denn seien wir ehrlich, sie wurde am Ende eines Gewehrs oder am Ende einer Marine oder Flotte und so weiter diktiert. Und ich denke, das wird oft vergessen, dass es nicht unbedingt eine objektive Sache ist, aber es hat dennoch ein Machtgefüge, das es rechtfertigt. Und ich muss etwas hinzufügen, das ich zuvor verwechselt habe. Thomas von Aquin, den Sie mit St. Augustinus erwähnt haben. Augustin ist derjenige, von dem ich gesprochen habe. Entschuldigung dafür. Auch an die Zuhörer, ich hab's verwechselt. Ich möchte Thomas von Aquin nicht Unrecht tun. Du musst dich mit dem Mann aus Hippo auseinandersetzen. Ja, genau, dem Hippo. Ja. Jedenfalls, zurück zu dieser Normentwicklung, hatte ich einen Gast in dieser Sendung. Going back to this norm development, it's, you know, I had a guest on this show, Chas Freeman, a former US ambassador. Chas Freeman, ein ehemaliger US-Botschafter, machte die sehr witzige Beobachtung, dass diese Idee, die wirklich erst ein paar Jahre alt ist, die regelbasierte internationale Ordnung, ein neues Fachjargon ist, um über etwas zu sprechen, das nicht internationales Recht ist, aber so klingen soll, als ob es das wäre. Er stellte fest, dass das Fachjargon der regelbasierten internationalen Ordnung tatsächlich das Gegenteil von Recht ist. Es ist nicht die Herrschaft des Rechts. Es ist die Herrschaft durch Recht, weil man das Recht missbraucht, um festzulegen, was das Gesetz im Einzelfall ist. Man legt nie fest, was die Regeln tatsächlich sind, wodurch man dann eine dystopische Art von Unsicherheitssystem schafft, sodass man der einzige Schiedsrichter dessen ist, was tatsächlich geschehen soll, was das Gegenteil von dem ist, wofür die Vereinigten Staaten oft stehen. Richtig. Jeder ist an die gleichen Regeln gebunden, aber wir wissen jetzt, dass das im internationalen Bereich definitiv nicht stimmt. Und wir wissen auch, dass die USA intern ebenfalls ziemlich selektiv zu sein scheinen. Ich meine kurz gesagt, Donald Trump ist der erste Präsident in der Geschichte der USA,
der jemals wegen illegalen Verhaltens angeklagt wurde. Sollen wir glauben, dass in 250 Jahren kein einziger Präsident jemals das Gesetz gebrochen hat? Keiner, außer diesem, was dann die Frage aufwirft, okay, können wir irgendetwas glauben, das aus diesem juristischen Jargon der Vereinigten Staaten kommt? Sind das alles leere Worte? Ich meine, ich würde das nicht sagen. Ich denke, die Idee des internationalen Rechts und des nationalen Rechts ist eine sehr gute. Aber was sollten wir ernst nehmen und was nicht? Nun, wir müssen wählerisch sein. Wir müssen diskriminierend sein. Wir müssen auch vorsichtig sein, denn die Vereinigten Staaten haben wieder einmal dieses große Paradox, einer der bedeutendsten Befürworter internationaler Normen und Regeln zu sein und einige der großartigsten Entwürfe zu produzieren. Ich meine, sie sind sehr gute Verfasser, wenn es um diese Dinge geht. Die Rolle des Entwerfens ist zugegeben Teil einer kosmopolitischeren Gruppe, wie die UN-Menschenrechtserklärung und solche Dinge. Aber wissen Sie, es gibt keine einzige internationale Konvention im Bereich des Rechts, die es wert ist, erwähnt zu werden, ohne dass die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise daran beteiligt sind. Aber das wirft die Frage auf, dass die Innenpolitik hier in den Vereinigten Staaten ein sehr mächtiger Mechanismus ist. Der Senat ist enorm mächtig. Die endgültige Kammer, die letztendlich die Ratifizierung von Dokumenten und dergleichen genehmigt, und darüber hinaus wird die USA als die Macht, die sie ist, tatsächlich zu bestimmten Zeitpunkten abweichen. Und vergessen wir nicht, die Vereinigten Staaten sind ein sehr guter Vergleich oder Nachahmer, den man betrachten kann, nämlich das Vereinigte Königreich. Schauen wir uns zum Beispiel an, was gerade erst kürzlich mit dem sogenannten Abkommen und der Einigung über die Chagos-Inseln passiert ist, wo angeblich nach dieser Zeitspanne zwischen 1968 und 1973, eigentlich war es etwas früher, 1965 bis 1973, die Chagos-Bewohner von diesem kleinen Archipel im Indopazifik vertrieben wurden. Die grundlegende Basis war im Wesentlichen für die Vereinigten Staaten diese enorme strategische Basis namens Diego Garcia oder die Diego Garcia Basis zu schaffen. Und zu sehen, wie das britische Außenministerium das Völkerrecht nutzte, war faszinierend. Denn was sie taten, war anfangs reine Machtpolitik. In der britischen Korrespondenz mit ihren US-amerikanischen Kollegen gibt es einige sehr unhöfliche und vulgäre Bemerkungen über das Entfernen von Tarzans und Mr. Man Fridays und all das. Und sobald wir das tun, werden wir die Inseln für sie zur Nutzung haben, was genau das ist, was sie taten. Also haben sie sie losgeworden. Sie vertrieben die Inselbewohner aus dem Komplex, der ursprünglich unter mauritischer Kontrolle stand. Der kürzlich getroffene Deal, buchstäblich erst Anfang dieses Monats, war, dass alles angeblich unter mauritische Kontrolle zurückgegeben werden sollte, was an sich problematisch ist. Aber die Insel Diego Garcia würde für 99 Jahre an die Vereinigten Staaten verpachtet, damit diese ihre Operationen von der Basis aus fortsetzen können. Es wurde viel über die Bedeutung des Völkerrechts gesprochen, aber ebenso wichtig war die strategische Bedeutung, die Freiheit im Indopazifik zu schützen, indem diese Basis betriebsbereit gehalten wird. Und vergessen Sie nicht, es gab ein weiteres sehr zynisches Unterfangen, das ich für Ihre Zuhörer erwähnen muss. Das britische Außenministerium erstellte einen Vorschlag, der vom ständigen Schiedsgerichtshof als Verletzung des Völkerrechts und der von Großbritannien gemachten Zusagen angesehen wurde. Dies war die Erklärung zu Diego Garcia und den Chagos-Inseln im Indopazifik. Sie nutzten von allen Dingen Umweltausreden und behaupteten, dies wäre ein marines Schutzgebiet. International law too. It's like, you know, this, these justifications. Es ist so, weißt du, diese Rechtfertigungen, die du mir hier erzählst. Ich meine, da steht so ein riesiges, großes BS darüber, dass es wirklich schwer ist, etwas anderes zu sehen. Aber so funktioniert ein guter Teil der internationalen Welt.
Die äußere Rechtfertigung und die innere Absicht sind völlig getrennt, oder? Das macht es so schwer zu verstehen, ob all diese Normen, über die wir sprechen, überhaupt ernst gemeint sind oder ob sie selbst nur Teil eines kranken Witzes sind. Wenn man sich zum Beispiel den Missbrauch des Menschenrechtsdiskurses ansieht, sind Menschenrechte eine großartige Idee. Es ist etwas, das wir haben sollten. Und tatsächlich, für alle da draußen, die denken, dass Menschenrechte selbst nur heiße Luft sind, das sind sie nicht. Ich meine, auch in Afrika, Asien und Südamerika gibt es regionale Gerichte, die sich entwickelt haben, weil lokale Länder diese haben wollen. Es ist eine gute Idee. Aber man sieht dann, wie größere Staaten diesen Diskurs missbrauchen, um willkürlichen Druck auf andere Länder auszuüben. Zum Beispiel, wie die Vereinigten Staaten und sogar Israel die Dreistigkeit hatten, tatsächlich, während der Völkermord in Gaza im Dezember letzten Jahres in vollem Gange war, ein Dokument auf UN-Ebene zu entwerfen, das China wegen Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren kritisiert und sie des Völkermords beschuldigt. Und Israel hat das unterzeichnet. Ich meine, ihr bösen Chinesen, ihr begeht Völkermord an unschuldigen Muslimen in eurem Land. Es ist einfach der Hohn, den das aus den Prinzipien macht, der widerlich ist. Und es stellt die Frage, ob diese Prinzipien ernst gemeint sind oder nicht. Was ist Ihre Meinung dazu? Mein Gefühl ist, und ich war immer der Ansicht, dass es eine ernsthafte und sehr bedeutende Veränderung in der Art und Weise ist, wie man das Völkerrecht bewertet, wenn man das Aufkommen des menschlichen Subjekts als würdiges Schutzobjekt sieht, als würdige Figur, die vor, sagen wir, den Verkommenheiten der Macht und dergleichen geschützt werden muss. Allerdings stehen wir vor diesem sehr seltsamen Problem. Die größten Beschützer sind auch die größten Verletzer. Die Staaten sind diejenigen, die die Beschützer sein sollen. Sie müssen die Durchsetzer sein und sie müssen diejenigen sein, die die Konventionen unterzeichnen. Sie müssen die Beobachter sein. Und dann sind sie ironischerweise diejenigen, die einige der schwerwiegendsten Missbräuche begehen. Und das war schon immer das Dilemma des Völkerrechts, aber auch speziell des Menschenrechtsrechts, wo solange es starke interne Institutionen in einem Staat gibt, einige dieser schwerwiegenden Aspekte behandelt und etwas gemildert werden können. Leider gibt es natürlich im Allgemeinen viel Ungleichmäßigkeit dabei. Und das sehen wir. Die Existenz davon ist sehr grundlegend, aber es wird immer dieses Element der Politik dahinter geben. Wissen Sie, ich erinnere mich tatsächlich an die Schriften von Carl Schmitt in seiner politischen Theologie, wo er natürlich sehr kritisch gegenüber dem Völkerbund und diesen Experimenten war. Er sagte, dass wenn man internationale Systeme hat, die auf diese Weise reguliert sind, das Paradoxon eines solchen internationalen Systems darin besteht, dass es Kriege erzeugt, anstatt sie zu verhindern. Es ist so, weil man die internationalen Beziehungen so moralisiert, dass es diese Fälle von Gesetzlosen gibt, Fälle von wir sind die Richtigen, das sind die Gesetzlosen, und es entsteht eine Situation, in der Konflikte tatsächlich passieren. Deshalb war er einer der großen Kritiker des Völkerbundes. Ich stimme dem nicht ganz zu, aber es ist eine sehr interessante analytische Betrachtungsweise, wie Gesetze funktionieren und wie sie auf der internationalen Bühne eingesetzt werden. Denn wenn wir sie über die heimische Szene hinaus exportieren, wo wir die Dinge zumindest in gewisser Weise kontrollieren können, agieren internationale Staaten einfach auf einer anderen Ebene, auf der bestimmte Dinge befolgt werden, es aber Abweichungen geben wird. Der beste Weg, denke ich, mit internationalem Recht umzugehen, besteht darin, einen Mechanismus zu finden, durch den diese Abweichungen weniger bösartig, weniger schrecklich gemacht werden können, weil das das große Problem ist. Und besonders, wenn es um die Großmächte geht, die großen Mächte, die mit der Macht. Und das ist ein enormes Problem. Ja, aber wir können es nicht durchsetzen. Das ist das Problem, oder? Ja, genau.
Wir können nationales Recht durchsetzen, weil wir im Inland Polizei und Richter und so weiter haben und Gefängnisse. International haben wir das nicht. Die Idee des Völkerrechts, eine der grundlegenden Ideen, ist jedoch, dass sobald man einen Vertrag ratifiziert, dieser internationale Rechtskörper auch zu nationalem Recht wird. Es wird also national anwendbar. Und wir haben davon zu wenig gesehen, denn im Prinzip, theoretisch, sollte es möglich sein, dass US-Bürger, sobald die USA einen Vertrag ratifizieren, ihre Regierung vor Gericht ziehen und sagen, hey Leute, dieses Guantanamo-Geschäft ist eine schreckliche Verletzung des Vertrags, des Anti-Folter-Vertrags, den ihr unterzeichnet habt. Also fordern wir, die Bürger jetzt, dass ihr, die Regierung, euch daran haltet. Und wir werden unsere Gerichte nutzen, um euch zu bestrafen. Aber das haben wir nicht gesehen. Warum nicht? Der Grund dafür ist, dass Staaten, insbesondere die Mächtigen, immer noch, und vergessen wir nicht das gleiche Prinzip, das auf China, Russland und einige andere Staaten wie Indien angewendet wird, dass es diese Art von Einschränkung gibt, dass letztendlich die Vorstellung von nationaler Gerichtsbarkeit grundsätzlich die erste ist. Und dann, ja, internationale Gerichtsbarkeiten sind erlaubt, aber immer unter verschiedenen Vorbehalten. Zum Beispiel ist es erwähnenswert, dass viele Länder, insbesondere diejenigen, die den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und das Fakultativprotokoll unterzeichnet haben, ihren Bürgern erlauben, sich an den Menschenrechtsausschuss zu wenden, um eine Beschwerde vorzubringen. Das bedeutet jedoch nicht, dass deren Entscheidung bindend ist. Aber dennoch, nehmen wir das australische Beispiel. Let's take the Australian example. There have been a couple of very influential, shall we say, complaints. Es gab ein paar sehr einflussreiche, sagen wir mal, Beschwerden, die zu echten Änderungen im nationalen Recht geführt haben. In Australien ist das System insofern interessant, als Australien einen Vertrag ratifiziert, aber es keine automatische Übernahme gibt. Das Parlament muss einen Gesetzentwurf ausarbeiten und verabschieden, um die Vertragsverpflichtungen zu übernehmen. Es war also ziemlich seltsam. Man hat eine Situation, in der Australien, insbesondere im Flüchtlingsrecht, einen notorisch schlechten Ansatz hat. Es hat natürlich dieses unglückliche Modell, das europäische Staaten nachahmen möchten, nämlich Flüchtlinge in Drittstaaten zu schicken, wie es übrigens die EU jetzt tut. Aber im australischen Kontext ist die vollständige Übernahme nicht automatisch. Man muss es durch Gesetzgebung in Australien angehen. Der Menschenrechtsausschuss ist jedoch ein interessanter Weg, den Staaten in vielen Ländern haben. Selbst aus europäischen Ländern, sowie aus den Vereinigten Staaten, auf gewisser Ebene, kann man beantragen, dass eine Beschwerde über eine Verletzung einiger der wichtigsten Schutzbestimmungen der Konvention behandelt wird. 1994 gab es zum Beispiel einen sehr berühmten Fall in Australien, den sogenannten Toonen-Fall. Toonen ist ein sehr bekannter Aktivist für die Rechte von Homosexuellen, der den Fall über die Verletzung der Privatsphäre nach Genf vor den Menschenrechtsausschuss brachte. Er argumentierte, dass das tasmanische Gesetz, der Staat Tasmanien, ein wirklich anachronistisches Gesetz hatte, das homosexuelle Beziehungen, sexuelles Verhalten und dergleichen kriminalisierte. Er war erfolgreich und sie sagten, dass die Provinz des Staates hier nicht in die Privatsphäre der Entscheidungen eines Einzelnen eingreifen sollte, wenn es um sexuelle Partner und dergleichen geht. Aber okay, es war nicht bindend. Aber was die australische Regierung tat, und deshalb habe ich ein wenig Vertrauen in das Völkerrecht und seine Funktionen, die damalige australische Regierung sagte, okay, wir wissen, dass es nicht bindend ist, aber die Bundesregierung verabschiedete ein Gesetz, das das Gesetz der Landesregierung in dieser Hinsicht änderte. In der Folge gab es wirklich das Gefühl, dass dies eine sehr mächtige Entscheidung war, die vom Menschenrechtsausschuss getroffen wurde. Und es beeinflusste tatsächlich direkt und schließlich, wenn auch auf etwas umständliche Weise, das nationale Recht in einem Land.
richtig. Also denke ich, dass es eine Art Filtereffekt gibt. Es ist nicht sofort, aber es findet über eine Reihe von Stufen statt. Aber es ist sehr offensichtlich, dass es passiert. Nun, das ist ein gutes Beispiel. Aber es ist auch eines, bei dem der Souverän tatsächlich eine Art Einigung erzielt und es dann auf die untere Ebene herunterdrückt, richtig? Also sind wir immer noch vom Souverän abhängig. Die Frage für mich ist wirklich, ich meine, wir denken oft, dass wir das Ende einer langen Entwicklung sind, richtig? Und wir sind der Höhepunkt dessen, was wir bisher erreicht haben, weil wir iPhones und fast selbstfahrende Autos haben, richtig? Wir sind die Zukunft. Aber das sind wir nicht, richtig? Wir sind nur eine Etappe in einem langen Prozess und das Völkerrecht ist offensichtlich nicht abgeschlossen. Und offensichtlich ist auch die internationale Gemeinschaft nicht fertig. Die Frage ist also, wenn wir etwas hinzufügen könnten, was wäre das? Denn was wir jetzt wieder sehen, ist, dass der Staat, der Souverän, die Rechte anderer Gemeinschaften übergeht, wenn sie Kriege führen und wie eine halbe Million Iraker töten, nur um Saddam loszuwerden, weil sie es können, aber auch gegen die eigene Bevölkerung. Richtig. Die deutsche Verfassung hat diese interessante Idee in ihrer Verfassung, dem Grundgesetz, von sogenannten Abwehrrechten oder Rechten, etwas zurückzuweisen oder abzulehnen, das von der Regierung, von der Zentralregierung kommt. Richtig. Something that comes from government, from the central government, right? Because the memory of Hitler just suddenly. Weil die Erinnerung an Hitler plötzlich, wissen Sie, all diese schrecklichen illegalen Dinge zu tun und Menschen zu zwingen, hoch unmoralische Dinge unter dem Vorwand zu tun, dass dies ein Gesetz sei. Und Menschenrechte sind in gewisser Weise ähnlich, in dem Sinne, dass es diese Idee gibt, dass Einzelpersonen zu bestimmten Zeitpunkten das Recht haben, ihren eigenen Regierungen zu widersprechen und zu sagen, selbst wenn sie ein Gesetz erlassen, ist dies für mich nicht bindend, weil sie tatsächlich Jus cogens verletzen. Sie verletzen auch die Rechte des Individuums. Und Ihrer Meinung nach, kann dieser Mechanismus funktionieren, verstärkt oder gestärkt werden, damit der Souverän ein wenig von dieser drakonischen Macht verliert, die er tatsächlich hat? Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Denn die Idee des absoluten Souveräns ist in zahlreichen Rechtsordnungen und in der Rechtstheorie grundlegend. Ich meine, wir haben A.V. Dicey, den englischen Verfassungsrechtler, der berühmt sagte, dass das Einzige, was das britische Parlament nicht tun kann, darin besteht, einen Mann in eine Frau und eine Frau in einen Mann zu verwandeln. Offensichtlich können Sie das jetzt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es ist interessant, dass die schiere absolutistische Natur bedeutet, dass es immer Mittel geben sollte, sie einzuschränken, zu kontrollieren, zu binden und so weiter. Weil ich denke, dass genau das notwendig ist. Und die Vorstellung, die Sie gerade erwähnt haben, über das Reagieren auf das eigene, wissen Sie sozusagen, es gibt bestimmte Verpflichtungen, die wir haben, die den Staat übersteigen. Ich meine, für mich ist das Völkerrecht traditionell natürlich das Recht der Staaten gewesen. Aber wenn man es herunterbricht, ist es jetzt auch das Recht der Subjekte. Es sind individuelle Entscheidungen, die wir auf dem Schlachtfeld und im Krieg treffen. Und wenn es um humanitäres Recht geht, wenn es um Menschenrechte geht, ich denke, es ist wichtig, dies anzusprechen, weil ich denke, es ist eine sehr prägnante und beunruhigende Veranschaulichung Ihres Punktes. Es gab kürzlich einen Fall, der im australischen Krieg, der stattfand, von Bedeutung ist und internationale Widerhall hat, sozusagen. Und das war ein Whistleblower namens David McBride. David McBride war ein ehemaliger Militäranwalt der australischen Armee. Er diente in Afghanistan für ein paar Einsätze mit den dortigen australischen Streitkräften. Im Laufe der Zeit sammelte er ein Dossier wirklich grausamer Kriegsverbrechen. Eine Reihe von Dokumenten, die Gräueltaten aufdeckten, die von australischen Spezialeinheiten im Einsatz in Afghanistan begangen wurden. Für Ihre Zuhörer,
die damit nicht vertraut sind. Selbst die US-Spezialeinheiten hielten die australischen Kräfte für etwas übermütig. Stellen Sie sich das vor. Sie sagten, dass einige dieser Charaktere in Dörfer gingen und sich auf eine Art von Verhalten einließen, die jeden internationalen Anwalt zusammenzucken lassen würde. Der Punkt bei McBrides Enthüllungen ist, dass sie letztendlich vom australischen nationalen Rundfunk, der ABC, der Australian Broadcasting Corporation, veröffentlicht wurden. Es wurde zu einem sehr wichtigen Dokument, einer wegweisenden Serie von Dokumenten, die australisches Fehlverhalten und Kriminalität im Krieg, Verstöße nicht nur gegen australisches Recht, sondern auch gegen internationales Recht und eine Reihe anderer Bestimmungen behaupteten. Er verbüßt jetzt eine Gefängnisstrafe und legt Berufung gegen den Fall ein. In seinem Prozess wurde ein sehr interessanter Punkt von seinen Verteidigungsanwälten angesprochen. Seine Verteidiger argumentierten, dass er seine Pflicht überschritt, was bedeutet, dass er den Treueeid gegenüber dem Souverän durch die Offenlegung des Materials übertraf. Die Anklage sagte, dass jeder in der Armee die absolute Pflicht hat, Pflichten gemäß dem Eid zu befolgen und zu erfüllen. Man soll also nicht in dieser Weise über die Vorschriften nachdenken. Es war ein außergewöhnlicher Fall. Als ich die Details des Falls las, fühlte ich mich wie in einer Zeitkapsel, weil, und ich denke, Länder tun dies auch, die Rechtsberufe und so weiter, manchmal dazu neigen zu ignorieren, dass es so etwas wie Nürnberg gab. Es gab so etwas wie das Militärtribunal. Es gibt ein Argument für Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Es gibt Zeiten, in denen wir das Gesetz missachten müssen. Wir müssen den Eid brechen. Denn wenn uns gesagt wird, bestimmte Dinge zu tun, wenn wir beobachten, was wir tun, woran wir teilnehmen, müssen wir ihn an bestimmten Punkten brechen. Denn ich sage Ihnen, sicherlich unter der römischen Charta und dem römischen Statut für den ISTGH, den Internationalen Strafgerichtshof, haben sie dem souveränen Befehl gefolgt, aber das führte zu einem Kriegsverbrechen. Und es ist interessant, dass im australischen Recht als Beispiel dieser Aspekt scheinbar nicht in den militärischen Bereich durchdrang. Es war außergewöhnlich. Keiner der Staatsanwälte erwähnte jemals das römische Statut. Keiner von ihnen erwähnte jemals Nürnberg. Und sie deuteten sogar an, dass dieser Aspekt überhaupt nicht zutraf, was Unsinn ist. Es tut es. Jetzt wird es vor Gericht verhandelt, es wird in Berufung genommen. Es wird also wirklich interessant sein zu sehen, was dort passiert. Es ist einfach, wissen Sie. It's just, you know, we would want that to be the case, right? We would want to have. Wir würden wollen, dass das der Fall ist, oder? Wir würden wollen, dass es die Norm ist, dass der Soldat und der Beamte tatsächlich das Wohl der Gemeinschaft im Herzen tragen und nicht den Erfolg der Politik des Herrschers. Ja. Ich meine, das schafft Widersprüche, die wirklich schwer zu versöhnen sind. Aber weil wir das sehen, ich meine, es gab auch diesen sehr berühmten Fall in Deutschland, nachdem die Mauer gefallen war und Westdeutschland Ostdeutschland aufgenommen hatte. Und dann verfolgte die Westdeutsche Bundesanwaltschaft Soldaten im ehemaligen Ostdeutschland, die geschossen und getötet hatten. Ja, das stimmt. Das Problem war natürlich, dass die ostdeutschen Soldaten gemäß dem Gesetz handelten und ihre Pflicht gegenüber dem ostdeutschen Staat erfüllten. Aber dann, nachdem Westdeutschland gewonnen hatte, argumentierte es, oh nein, 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 höheres moralisches Gesetz. Sie hätten wissen müssen, dass das, was sie taten, ein Verbrechen gegen die deutsche Nation war. Und deshalb ist es null und nichtig, und sie hätten sich weigern sollen zu schießen. Sie schickten Menschen für viele, viele Jahre ins Gefängnis. Diese waren berüchtigt. Nein, ich erinnere mich, das genau verfolgt zu haben. Es war außergewöhnlich. Es ist auch als eine Art konzeptionelle Sache, genau, ja, Grenzschutzbeamte, die Menschen erschießen. Ja, das stimmt. Es ist nur so, dass wir aus praktischen Gründen im Jahr 2024
Wissen Sie, wenn wir es ein wenig formulieren, ich meine ein wenig krass, dass das einzige Kriegsverbrechen, das einen an den Galgen bringt, darin besteht, einen Krieg zu verlieren. Richtig. Aber solange man nicht verliert, solange man überlebt, wird man Teil des nächsten herrschenden Regimes sein und gut geschützt. Richtig. Vor jeglicher Art von Schaden. Also ist die Frage, wie ändern wir das? Ja, und das ist genau ein sehr guter Punkt. Wie ändern wir es, ohne ein Problem an sich zu schaffen? Ein Beispiel ist das Argument, die Weltinstitutionen zu stärken. Man gibt ihnen mehr Durchsetzungskraft. Zum Beispiel gibt es diese lange Diskussion, die Ihnen sicherlich bekannt ist, über die UNO und was sie tut. Nicht nur Friedenstruppen, sondern eine tatsächlich einsatzfähige Armee. Diese Dinge zu überwachen, das ist problematisch. Ja, sehr. Es gibt Probleme, wie wir mit Durchsetzungsmechanismen über Konventionen hinweg umgehen. Tatsächlich werde ich etwas optimistischer sein und sagen, dass es im Allgemeinen einige schreckliche Verstöße gibt, die passieren. Und sie passieren überall. Aber ich würde auch sagen, dass interessanterweise das Völkerrecht in vielen Fällen täglich eingehalten wird. Und ich würde sagen, dass es eine positive Sache ist, sich daran zu erinnern, dass es dieses Verständnis gibt. Wissen Sie, das Gesetz der Höflichkeit. Es gibt ein Verständnis dafür, dass Staaten Gesetze befolgen und akzeptieren, dass bestimmte Konventionen weiterhin gelten. Es ist jedoch wahr, dass immer, wenn es eine Machtgleichung gibt und wenn es um die eigenen Bürger geht, die Regierung besorgt ist, zum Beispiel darüber, dass ihre Soldaten vor Gericht gestellt werden. Die Argumente gegen Henry Kissinger vor dem Internationalen Strafgerichtshof besagen, dass dies eine Art Tyrannei ist, weil nun ja die USA es offensichtlich besser machen. Wir wollen nicht, dass ein ausländisches Gericht die Schuld unserer Soldaten und unseres Personals bestimmt. Aber vieles davon ist auch, es gibt auch ein bisschen Unsinn, denn im Allgemeinen neigen viele Länder dazu, sich an diese Dinge zu halten. Aber es ist sehr schwer, die Gleichung der Macht von der Praxis bestimmter Aspekte des Völkerrechts zu trennen. Mein Mitgefühl gilt zum Beispiel dem Staatsanwalt, Herrn Karim, der im Moment wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit seinem Amt, Fehlverhaltensangelegenheiten und so weiter in Schwierigkeiten mit dem ISTGH steckt. Ich muss mir die Details ansehen, aber ich werde hier eine kleine Vermutung anstellen. Zugegeben, es ist keine fundierte Vermutung. Es ist nur eine instinktive Vermutung, dass man in Schwierigkeiten gerät, wenn man sich zu sehr auf diese Dinge im rechtlichen System einlässt, weil man entweder entfernt werden muss oder etwas passiert. Und ich glaube, dass es Individuen gibt, die sehr stark Teil der, sagen wir mal, Seite der Durchsetzung sind. Aber es ist ein sehr fragiles Gebilde. Viele Länder versuchen immer noch mit solchen Dingen ziemlich gut zurechtzukommen. Wissen Sie, es kam mir gerade in den Sinn, darüber nachzudenken. Also zum Beispiel der Begriff der universellen Gerichtsbarkeit und solche Angelegenheiten. Ich meine, wissen Sie, Herr Netanyahu wäre sehr vorsichtig und ich würde ihm direkt vorschlagen, wenn er uns zuhören würde, und ich hoffe, er hört unseren Podcast, dass es ratsam wäre, nicht in viele Länder zu reisen, weil er unter bestimmten Aspekten von, wissen Sie, Hughes Cogens, universellen Gerichtsbarkeitsangelegenheiten durchaus verhaftet werden könnte. Es muss keinen Haftbefehl des ISTGH geben. Sie brauchen keinen Haftbefehl des ISTGH. Sie können unter der lokalen Gerichtsbarkeit eines Landes verhaftet werden, weil Sie anderswo Kriegsverbrechen begangen haben. Vielleicht ist das ein Weg nach vorne. Wissen Sie, die mehr lokalen Gerichtsbarkeiten. Denn ich habe Angst vor all diesen Entwürfen, die mehr Zentralisierung oben aufschaffen, weil sie wirklich leicht zu untergraben und dann zu missbrauchen sind. Ich meine, wir sehen das mit der Europäischen Union, dieser traurigen Tragödie einer guten Idee. Aber die dezentralen Mechanismen erhöhen einfach den Druck auf ausländische Würdenträger, sodass sie sich irgendwann selbst einschränken.
besonders wenn wir über die Zukunft der nächsten 20, 30, 40 Jahre nachdenken, die eine multipolare und nicht eine unipolare sein wird, wo alles von verschiedenen regionalen Akteuren abhängt. Ich denke, ja, genau. Und zurück zum Thema, es ist eine sehr schöne Möglichkeit für mich, den Mann einzubringen, den ich zuvor erwähnt habe, den Kritiker des ISTGH, der mit einigen rechtlichen Problemen im Inland konfrontiert war, Klagen. Und eine davon war in Großbritannien. Es kam nicht weiter, weil der Richter einfach sagte, dass es nicht machbar sei, da der Mann nicht in der Gerichtsbarkeit war. Der Mann ist, wissen Sie, Henry Kissinger. Aber es gab eine, ich erinnere mich, der verstorbene Christopher Hitchens, der Schriftsteller Christopher Hitchens, sagte, dass er dieses Buch geschrieben hat, natürlich im Wesentlichen über die Kriegsverbrechen von Henry Kissinger. Und was interessant ist, ist, dass Kissinger einige Zeit in Paris verbrachte und es gab tatsächlich eine rechtliche Situation. Einer der Justizbeamten hatte Unterlagen eingereicht, um ihn nicht unbedingt wegen Kriegsverbrechen anzuklagen, sondern um ihm Fragen im Zusammenhang mit der Operation Condor zu stellen, insbesondere im Zusammenhang mit den Tötungen und Folterungen, die aus den von den USA unterstützten Operationen im Kalten Krieg in Lateinamerika, insbesondere in Argentinien und Chile, resultierten. Er verließ die Stadt sehr schnell und besuchte diesen Teil der Welt nie wieder. Und ich denke, es ist immer noch erwähnenswert, dass lokale Zuständigkeitsangelegenheiten in vielen Ländern eine Klausel haben. Dies aufzubauen, durchzusetzen und die Bürger darüber zu informieren, ist wichtig. Ich denke, die meisten Bürger wären sich des Begriffs, sagen wir, einer Bürgerverhaftung nicht bewusst. Wenn man eine Person sieht, eine berüchtigte Figur, die möglicherweise ein Kriegsverbrecher oder Ähnliches ist, gibt es in vielen Rechtssystemen weltweit eine Regelung für solche Dinge. Daher denke ich, es lohnt sich darüber nachzudenken, es in die lokalen Gemeinschaften zurückzubringen und zu verstehen, wo das Völkerrecht hineinpasst. Und ich denke, eine der Aufgaben, eine meiner Aufgaben in meinen Vorlesungen, wie ich meine Vorlesungslast betrachtete, aber auch als Vergnügen, es ist eine Last mit Vergnügen, ist es den Studierenden die Wechselbeziehung zwischen internationalem Recht und nationaler Gerichtsbarkeit zu erklären. Im Wesentlichen ist das, was wir heute diskutieren, und den Studierenden zu zeigen, wo sie die beiden verbinden. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist nicht nur eine abstrakte Sache. Die Internationale Konvention über Menschenrechte, der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, die Bandbreite dieser internationalen Instrumente sind nicht abstrakt. Sie sind sehr wohl Teil des lebendigen Gefüges einer rechtlichen Gesellschaft. Und ich denke immer wieder, dass wir Beispiele für funktionierendes internationales Recht haben, das durchsetzbar ist. Und das eine, was mir in den Sinn kommt, stammt aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus der Schiedsgerichtsbarkeit. Wir haben das Washingtoner Übereinkommen, das es ermöglicht, Schiedssprüche in jedem einzelnen Mitgliedstaat durchzusetzen. Und diese Schiedssprüche werden dann von den Rechtssystemen befolgt. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument. Und man braucht keine supranationale Organisation. Man braucht nur eine Vereinbarung zwischen den verschiedenen Gerichtsbarkeiten, dass man eine bestimmte Entscheidung umsetzt. Könnte etwas wie das Washingtoner Übereinkommen für, sagen wir, Menschenrechtsverletzungen wiederholt werden, wenn der Menschenrechtsgerichtshof eine Entscheidung treffen und dann einen Schiedsspruch erlassen könnte, der dann gegen Einzelpersonen und staatliche Akteure umgesetzt werden müsste, nicht unbedingt im abstrakten Bereich, wo eine Änderung der nationalen Gesetzgebung erforderlich wäre. Ja, nein, nein. Ich denke, auf einer bestimmten Ebene wäre das machbar.
Nun, in gewisser Weise kann man das bereits sehen, obwohl es immer noch auf dem Prinzip der Höflichkeit und Anerkennung durch Staaten basiert. Das ist der Fall, wenn rechtliche Schritte zur Entschädigung für beispielsweise Terrorakte oder was auch immer es sein mag, angestrebt werden. Ein Beispiel dafür ist der Lockerbie-Anschlag. Aber es basiert immer noch auf der Zustimmung eines Staates, Entschädigungen an einen bestimmten Fonds oder Ähnliches zu zahlen. Aber etwas wie ein Schiedsspruch dazu wäre wirklich interessant und würde dazu passen. Ich meine, lassen Sie uns daran erinnern und nicht zu entmutigt sein, dass Wiedergutmachung für schwere Missbräuche auf irgendeiner Ebene tatsächlich stattfindet. Zum Beispiel denke ich gerade an den Fall im Jahr 2004, als der australische Geheimdienst, ASIS, die diplomatischen Büros der osttimoresischen Delegation abhörte, während sie über Öl- und Gasrechte im Timorsee verhandelten. Es ist eines der berüchtigsten und empörendsten Ereignisse, aber es war wirklich typisch für die damalige Atmosphäre. Dies steht auch im Zusammenhang mit Gesetzesverstößen und Whistleblowern, da ein Agent der australischen Dienste öffentlich bekannt machte, dass dies geschehen war. Informationen wurden dann enthüllt. Es landete schließlich beim ständigen Schiedsgericht. Und ja, Australien und Osttimor haben den ursprünglichen Vertrag neu verhandelt, der so stark zugunsten Australiens war in Bezug auf eines der ärmsten Länder der Welt. Und natürlich ein neues Land, erinnern Sie sich, nachdem es so lange unter indonesischer Besatzung stand. Und das war ein Beispiel für ein internationales System, das, wenn auch unvollkommen, auf irgendeiner Ebene funktioniert, weil die Menschen immer noch verhandeln, die Menschen immer noch erscheinen, die Menschen versuchen, Vereinbarungen zu treffen, auch wenn die Situation im Hintergrund etwas düster ist. Ich denke, das ist eine gute Vorstellung, um es abzuschließen. Binoy, wo können die Leute ihre Schriften finden? Veröffentlichen Sie sie irgendwo? Ja, absolut. Danke, Pascal. Ich schreibe regelmäßig für das Magazin Counterpunch, wo ich als beitragender Redakteur tätig bin. Dort können Sie meine Artikel finden. Ich schreibe auch für eine Reihe anderer Publikationen, wie Global Research und einige andere. Aber Counterpunch ist sozusagen die Hauptseite. Ich schreibe auch für den Middle East Monitor über Themen im Nahen Osten, wie die Israel-Palästina-Frage. Sie finden mich auf Twitter unter @vkempmark. Ich freue mich sehr, Diskussionsthemen von Ihren wunderbaren Zuhörern zu erhalten. Danke. Die Links finden Sie in der Beschreibung unten. Bitte folgen Sie alle Binoy Kampmark. Binoy, vielen Dank für heute. Danke, Pascal. Jederzeit. Thank you, Pascal. Anytime. Wenn Sie unsere Übersetzungen schätzen, erwägen Sie bitte, uns auf Patreon zu unterstützen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.